Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einem neuen Teil, zu einer neuen Serie. In dieser Serie werden wir ein Sonnensystem bauen und ich hoffe, es gefällt euch. Falls ihr das Video letzte Woche gesehen habt, vergesst es. Also ich werde jetzt wirklich hier ein Sonnensystem aufbauen, statt erstmal die einzelnen Texturen zu zeigen, weil, ja, mir macht es mehr Spaß, euch die ganzen Planeten einzeln zu zeigen, statt euch irgendwelche einzelnen Texturen für irgendwelche einzelnen Planeten zu zeigen. Also, wir sind hier in The Archiver für Android. Wenn ihr iOS habt, dann eben Documents. Und zwar gehen wir hier zum Speicherort von der App, also von Space Flight Simulator. Ihr könnt es einfach auch über die Suche machen. Dann geht ihr auf Files, auf Custom Solar Systems und dann erstellt ihr einen neuen Ordner. Und den nenne ich jetzt erstmal Sonnensystem. Es wird später noch umbenannt. Es war erstmal nur ein Prototyp. Also Sonnensystem. Da haben wir es. Der Ordner ist leer. Das ist natürlich schade. Dafür gehen wir auf den Example Ordner. Und da machen wir hier oben die Mehrfachauswahl. Und wir wählen einfach mal alles aus. Dann halten gedrückt und kopieren und zwar hier ins Sonnensystem hinein. Dann machen wir folgendermaßen. Wir gehen hier rein und löschen praktisch alles, alle auswählen, bis auf die Sonne. Die machen wir nämlich zuerst. Alles andere brauchen wir noch gar nicht. Das können wir später einfach über Quick Edit dann hineinkopieren. Und dann halten wir wieder gedrückt und wir gehen auf Löschen. Dann haben wir nur noch die Sonne. Und die Sonne, die werde ich jetzt auch erstmal umbenennen. Und zwar in Stern. Ich habe noch keinen Namen, aber das wird erstmal natürlich nur ein Prototyp sein. Und dann müssen wir uns ein paar wichtige Sachen hier anschauen. Nämlich Import Settings und Launchpad Position. Und zwar öffnen wir erstmal Import Settings, öffnen. Und dann sind wir in Quick Edit, falls ihr iOS habt, dann eben Coder. Und zwar haben wir hier wichtige Einstellungen. Also Include Default Planets sollte auch false sein. Include Default Height Maps, true. Ja, ich werde ein paar davon benutzen, vor allem Perlin. Und dann Include Default Textures. Ja, wahrscheinlich schon. Lassen wir einfach mal so. Height Stars and Atmosphere. So. Das war's damit. Ja, also, ich weiß nicht, warum es dafür überhaupt eine Einstellung gibt. Also, wenn man in der Atmosphäre ist, dann werden die Sterne eben versteckt. Ich wüsste nicht, warum. Also, Sterne sind doch wunderschön. Deshalb lassen wir das so. Und dann Launchpad Position müssen wir uns auch angucken. Es gibt nämlich keine Erde mehr. Deshalb machen wir Stern. Hier machen wir 0,0. Und das ändern wir auch mal, und zwar zu, ja, ich weiß nicht, machen wir mal 100 Millionen vielleicht, so, 0,0, und dann speichern wir das Ganze auch mal. Gut, wir haben jetzt also hier ein Sonnensystem mit einem Stern, und wenn wir jetzt hier rüber gehen in SFS, und ihr habt gerade gesehen, da war auch noch eine andere App, nämlich Pixel Lab. Wir werden nämlich noch zeichnen, aber dazu erst gleich was. Also hier haben wir SFS, es lädt gerade noch. Und könnte noch ein bisschen dauern. Und da haben wir es, spielen. Und, ja, ich habe gerade schon mal ein bisschen rumgespielt. Kolonie. 60 Tage schon nicht gespielt. Das ist natürlich schwierig, würde ich sagen. Aber okay. Ich bin immer noch am Raketen bauen, deshalb. Ja, könnte noch ein bisschen dauern. Außerdem, ich bin hier am Sonnensystem bauen. So. Und dann ändern wir das nämlich zu Sonnensystem und zwar Custom. Dann erstellen wir eine neue Welt und bauen mal eine Rakete.
Bisher ist es die ganz gewöhnliche Sonne mit der ganz gewöhnlichen Textur. Wenn wir weit genug rauszoomen, dann sollten wir sie sehen können. Und die Sonne hat ja einen Radius von fast 35 Millionen Metern. Oh, okay, wir waren zu dicht an der Sonne. Wir waren in der Sonne. Also, okay, das müssen wir ändern. Also habe ich da. Ach so, nee, ich habe 100. Oh, ich habe 100.000. Ja, okay, also wir machen mal noch drei Nullen hinzu und speichern das Ganze. Gehen dann wieder zurück. Ja, also da habe ich nicht ganz aufgepasst. Ja, also 34 Millionen Kilometer, 34 Millionen Meter meinte ich. Und wir gehen auf 100 Millionen Meter, damit wir, wenn wir weit genug raussehen, rauszoomen, das schön angucken können. Also, wir müssen kurz warten. Hier ist diese komische Platte wegen der Beta noch dabei. Und da haben wir die Sonne. Sehr schön. Können wir auch die Karte haben. Ah, rauszoomen funktioniert nicht, aber da haben wir die Sonne. Und jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir verändern die Textur davon. Dazu gehen wir ins Hauptmenü. Dann gehen wir mal hier zu Quick Edit. Und ich hoffe jetzt mit ein bisschen Glück, wenn wir hier nach rechts gehen. Ja, sehr schön. Also hier steht Custom Solar Systems hier oben. Und dann eben im Sonnensystem Planet Data Stern. Und dann sind wir hier drinnen. Jetzt haben wir hier die Textur Atmosun. Und die werden wir ändern zu wahrscheinlich Atmos Stern. Ansonsten haben wir hier nicht besonders viel zu ändern. Also ich werde danach natürlich noch ein bisschen die Höhe verändern und so. Jedenfalls haben wir hier Atmosun. Und das werden wir jetzt ändern zu einer anderen Textur. Dazu gehen wir zu Pixel Lab. Yay! Falls ihr Android habt, sehr schön. Falls ihr iOS habt, ich brauche eure Hilfe. Und zwar brauche ich eine App, die möglichst ähnlich ist. So möglichst ähnlich wie Pixel Lab eben. Und zwar gibt es da schon eine App in der Videobeschreibung unten, Keynote. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich gut ist. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Und zwar müsst ihr für mich eine App finden, die gut im Zeichnen ist. Also wir brauchen auf jeden Fall die Transparenz. Und wir müssen auch verschiedene Formen mit Farbverläufen machen können, zeichnen können und sonstiges. Jedenfalls ja, beginnen wir jetzt mit der Textur. Und zwar verringern wir das einfach mal hier. Die Breite machen wir mal auf 400 vielleicht. Und die Höhe machen wir auf 200. Das ist eh erstmal nur ein Prototyp. Also das muss nicht zu groß sein. Dann gehen wir hier auf Color und Gradient. Und ihr seht da schon, was ich ausprobiert habe. Jedenfalls machen wir einfach Neues. Gehen hier auf Plus und wählen hier oben. Also wir haben hier ein paar Sachen. Wir wählen das zweite von oben aus. Und oben ist die Atmosphäre sehr dünn. Also haben wir hier das graue Teil da. Wir gehen auf den Farbeimer und machen das Ganze mal durchsichtig. Weil oben die Atmosphäre eben ja, stark durchsichtig ist. Und hier das Blaue sollte natürlich nicht blau sein, sondern machen wir mal so ein Orange. So ein kleines Orange rein. Das hier machen wir mal auf 255, das auf 0, das machen wir mal auf so 130, würde ich sagen. Dann hätten wir so eine Sonne, die unten orange ist, also komplett orange. Das will ich aber nicht unbedingt. Deshalb machen wir hier noch eins in die Mitte. Und da lassen wir das mal ein bisschen rot werden. Und zwar 255 machen wir 100 und 0. Ist ein bisschen zu orange-mäßig. Deshalb machen wir es vielleicht so auf 60. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir können auch die noch ein bisschen verschieben. Ein bisschen so machen. Und hier würde ich eigentlich auch ganz gerne die Transparenz ganz runter machen. Also dann hätten wir so eine Sonne hier. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann speichern wir das Ganze einfach mal als Bild.
wichtig ist als PNG, damit wir eben die Transparenz haben. Und dann speichern wir das in die Galerie. Gehen wir rüber zu The Archiver und zwar hier Pixellab, der Ordner. Halten das mal gedrückt und machen Umbenennen. Atmo Unterstrich Stern. So. Und dann gehen wir nochmal da drauf und machen Ausschneiden. Gehen dann hier in Ordner Android Data, SFS, Files, Custom Solar Systems, Sonnensystem und Texture Data. Dann fügen wir das ein. Und dann gehen wir hier rüber und machen daraus nicht Atmos Sun, sondern Atmo Stern. Speichern. Und zurück zu SFS. Spiel lädt sich nochmal neu von mir aus. Jedenfalls kann es sein, dass jetzt die Textur komplett kaputt aussieht, dass die Sonne grausam aussieht, schrecklich, weil wir die Zahlen da dazu noch nicht verändert haben. Deshalb nicht erschrecken, Leute, keine Angst, die beißt nicht, die bringt uns nur alle um. Ja, kein Internet, von mir aus. Und dann Sonnensystem, Spiel fortsetzen. Dann schauen wir mal. Oh. Okay. Ich versuche mal rauszuzoomen. Oh. Das sieht doch ganz okay aus. Ist doch eine ganz gute Sonne, würde ich sagen. Gehen wir mal auf Map. Und ja, die Farbe müssen wir definitiv noch ändern. Aber an sich funktioniert's. Wir haben eine Sonne. Sieht ziemlich cool aus. Wo sind wir eigentlich? Irgendwo da mittendrin. Komm schon. Zoom rein. Ah, oh. Jetzt ist die Sonne verschwunden. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich sind wir so weit in der Sonne drinne. Aber okay. Dann Main Menu. Und dann gehen wir mal raus. Und dann warten wir kurz. Komm schon. Dann haben wir hier den Stern und zwar haben wir Map Color. Und das würde ich hier ganz gerne ein bisschen ändern. Machen wir mal hier 0,6 und da 0,0. So. Und wenn wir jetzt hier hingehen zum Sonnensystem, dann sollte die Farbe auf der Map geändert sein. Ja, sehr schön. Ist nicht ganz so rot, wie ich es mir gewünscht habe. Noch ein bisschen mehr rot, beziehungsweise ein bisschen weniger grün. Und dann haben wir es geschafft. Komm schon. Machen wir das mal auf 0,4. Dann gehen wir nochmal wieder rüber. So, es hat eine Weile gedauert, merkwürdigerweise. Spiel fortsetzen. Und komm schon. Ja, das sieht solide aus. Schönes Orange. Zoomen wir mal wieder weiter raus. Komm schon. Lässt mich nicht ganz. Es laggt wahrscheinlich richtig doll. Und da haben wir die Sonne. Noch ein bisschen weiter. Da haben wir sie. Sieht doch ganz gut aus für den Anfang. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was bearbeitet. Ich habe den Radius auf 7 Millionen Meter kleiner gemacht. Die Gravitation auf 100. Damit sind das etwa 20% vom Radius und etwa 40% von der Gravitation. Zudem habe ich auch noch die Höhe um einiges, also die Atmosphärenhöhe um einiges kleiner gemacht. Von, ich glaube, 8 Millionen auf jetzt hier, von 80 Millionen auf 16 Millionen. Ist also wesentlich weniger. Und ich habe auch
das Launchpad ein bisschen näher dran gemacht. Und wenn wir jetzt da wieder reingehen, und natürlich dauert das wieder. Und jetzt sind wir drinne und wir laden das Spiel nochmal neu. Resume Game. Es ist also alles ein bisschen kleiner geworden, weil ich auch nicht unbedingt vorhabe, ein riesengroßes Sonnensystem zu bauen. Da ist es. Es sieht praktisch genauso aus, ist halt ein bisschen kleiner geworden. Was ich gerade sagen wollte, ich will kein riesengroßes Sonnensystem aufbauen. Vielleicht ein Gasplanet und ein paar Monde darum eben. Ein paar kleine Gesteinsplaneten. Da braucht man keine Riesensonne. Da braucht man nicht so ein großes Sonnensystem wie das, was ich habe. Und deshalb, ja, habe ich das Ganze ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen leichter, damit man auch leichter herumfliegen kann, damit das Ganze auch noch Spaß macht. Und ja, dann war es das hier praktisch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.